Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Wochenbotschaft. Und zwar vom 2. März 2024 bis zum 6. März 2024. Alle Karten, die ich verwende, habe ich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde mal sagen, wir können jetzt auch schon loslegen. Mein Name ist Claudia Birgit und schön, dass du mit dabei bist. So, jetzt hoffe ich doch mal, dass wir schöne Karten kriegen für die Woche. Und ja, was machen wir jetzt? Also als allererstes, bevor ich mit dem Tarot starte, habe ich hier dieses Kartendeck liegen, weil da möchte ich mal sowas wie eine Wochenaufgabe oder so eine übergeordnete Wochenkarte ziehen. Mal schauen, was vielleicht nächste Woche so richtig wichtig wird für den einen oder anderen. By the way, es ist eine allgemeine Legung und sie kann mit dir resonieren, muss natürlich nicht. Aber jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier eine Botschaft bekommen oder welche Botschaft besser gesagt wir bekommen für die Woche vom 2. bis 6. März 2024. Was ist hier die Hauptenergie für die Woche? Express yourself. Wie schön. Cultivate your passion. Also es geht darum, sich selbst auszudrücken und auch das, wofür du brennst, wirklich nach vorne zu bringen. Das ja auch für dich zu kultivieren, also Regelmäßigkeit auch reinzubringen. Und die 3 ist numerologisch gesehen ja tatsächlich auch die Karte der Kommunikation, die Zahl der Kommunikation. Es ist Spontanität, es ist Vitalität, es ist Lebensfreude. Also hier geht es wirklich auch um die kindliche Energie. Und das in der Bibel steht ja auch schon, ne? Werdet wie die Kinder. Also haben wir hier auch das Thema Leichtigkeit, sich selbst auszudrücken. Also was ist das, was aus dir raus möchte? Das kann natürlich sein, es muss nicht sein, dass du in die Natur gehst und da irgendwas machst, sondern oder Sport treibst oder dass du irgendwie irgendwas machst im Sinne von extrovertiertem, nach außen gerichteten Verhalten, sondern es kann auch tatsächlich sein, dass du sagst, okay, ich drücke mich jetzt so aus im Sinne von, ich setze mich hin, ziehe mich zurück und schreibe ein Buch. Also die 3 steht für Wort und Schrift. Vielleicht gibt es da irgendetwas in der Richtung. Vielleicht geht es auch darum, dass du endlich mal sagst, was dir stinkt. Das ist auch zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass du das, was in dir ist, wirklich auch mal dorthin bringst, wo es hingehört. Vielleicht mal Nein sagst, auf den Tisch haust und sagst, nee, das geht so nicht weit, das möchte ich so nicht mehr. Ich lasse so nicht mehr mit mir umgehen und so weiter und so fort. Das sind alles so die Themen der 3. Ganz spannend. Drück dich aus. Express yourself. Sehr schön. Okay, also hier, wir haben hier vielleicht nächste Woche tatsächlich verstärkt Kommunikation am Start. Schauen wir mal, was wir hier so noch bekommen jetzt. Also, was haben wir hier noch für die nächste Woche vom 2. bis 6. Viele, weißt du, was mir gerade so einfällt, ist auch die 3. Das ist auch sowas wie aus der Reihe tanzen. Also die Dinge mal anders machen, neue Wege gehen, neugierig sein. Vielleicht ist für dich auch angesagt, dass du schlicht und ergreifend aus deinen alten Mustern mal rausgehst, dass du nicht immer nur links rum zur Arbeit fährst, sondern dass du einfach mal sagst, hey, ich guck mal, was rechts ist. Vielleicht ist da irgendwas Spannendes. Vielleicht läuft mir da irgendwas über den Weg, was für mich wichtig ist und so weiter. Also den Geist zu öffnen für neue Möglichkeiten, neue Wege und da dann sich drauf zu fokussieren auf die Freude, auf die Leichtigkeit, auf die Fröhlichkeit, auf die, dass man sagt, oh, ich bin gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ich bin gespannt, wie das Universum das hinbekommt. Das sind alles so diese Neugierigen, so wie so ein Kind, was nicht ins Zimmer kommt, weil der Weihnachtsbaum noch nicht fertig geschmückt ist, so wie früher die gute Stube, ne? Und ja, aber diese Vorfreude und dieses, oh, was kommt denn da und so weiter. Wir haben ja immer die Möglichkeit zu wählen. Wählen wir die Angst, oh Gott, was kommt da? Oder wählen wir die Freude und sagen, oh, ich weiß zwar nicht, was da kommt, aber das kann nur gut sein, weil ich in mir stimmig bin und einfach mich freue. Weil ich weiß, es gibt immer zwei Möglichkeiten und dann wähle ich doch die, die mir gut gefällt, oder? Sollte man. Also sagt die Logik, man macht es halt nicht immer, ne? Das ist halt so immer wieder üben, üben, üben. Okay, was haben wir noch für die Woche vom 2. bis zum, was hatte ich gesagt, 6., ne? Ja, bis zum 6. Aber noch eine. So, gucken wir mal. Wir haben hier einmal den Ritter, nee, Quatsch, die 6 Stäbe, ne? Die 6 Stäbe, genau. Das ist ein französisches Deck. Ich muss da ein bisschen umdenken. Also die 6 Stäbe, das ist der Sieg. Und das Schöne ist, dass dieses Pferd ja hier zu Express Yourself hin zeigt. Das bedeutet auch für mich jetzt in meiner Lesart, drück dich aus, drück deine Wünsche aus, das, was du wirklich möchtest und so weiter. Und dann ist das auch siegreich.
Also da ist auf jeden Fall vielleicht sowas wie ein Durchbruch, da ist so etwas wie Anerkennung, Wertschätzung, da ist etwas, das ein Erfolg und ein Sieg halt darstellt. Und ja, vielleicht ist es einfach so, wir haben mit der 6 natürlich auch die 3 beinhaltet, 2 mal 3 ist 6. Und damit kann es auch sein, dass du ja bei der 3, du machst dir selber Stress, wenn du dir, wenn du nicht sagst, was Sache ist. Und hier mit der 6 hast du vielleicht den Mut bewiesen und hast dich überwunden sozusagen und hast dich ausgedrückt. Also hier zum Beispiel in einer, in einem Gespräch, in einer Verhandlung, in ja, was auch immer für dich wichtig ist, wo du vielleicht bisher noch ein bisschen zurückhaltend warst. Die 6, wie gesagt, das ist eine praktische Zahl, sie ist aber auch eine Gefühlszahl und damit geht es eben auch einher, dass wir Mut haben, Kraft haben, ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu viel für Lob und Anerkennung tust. Das nennt sich dann nämlich Liebe über Leistung machen und die 6, also wenn du dein Geburtsdatum mal zusammenrechnest und du kommst hinten auf die 6, dann kann das sein, dass dir halt so etwas sehr, sehr wichtig ist und dass du ganz viel dafür tust, dass andere dich lieben und anerkennen. Und da geht es natürlich drum, die 6 ist auch gleichzeitig die Zahl der Selbstliebe, natürlich die Liebe in sich selbst zu finden, weil wir sind ja in unserer Essenz Liebe. Ne? Also das vom Außen nach innen verlagern, so gesehen. Dann haben wir hier mit den, oh, wie schön, wir haben hier mit dem Wagen, Le Chariot ist der Wagen, das heißt, ist das eine Aufbruchskarte, eine der drei Aufbruchskarten und die ist wirklich voller Power. Das heißt, man nimmt die Zügel selbst in die Hand. Man hat die Selbstbeherrschung und nicht mehr die Beherrschung durch andere. Man ist gut gerüstet. Vielleicht geht es auch darum, sich zu spezialisieren. Auf jeden Fall haben wir hier die nächste Erfolgskarte. Also wir haben hier mit dem Sieg die 6 Stäbe, hier auch mit der 7 auch eine Erfolgskarte, der Sieg. Das heißt, es kann auch die Karriere sein. Es kann sein, dass du dich in etwas spezialisiert hast und jetzt richtig gut durchstartest. Und hier vorher aber auch schon, ja, also hier sind wirklich gute Voraussetzungen, damit dieser Start hier auch wirklich ganz kraftvoll stattfinden kann. Ich werde mal gucken, was haben wir noch? Wir haben hier den Herrscher. Ach herrje, das ist ja doll. Da haben wir den Herrscher. Der Herrscher spricht natürlich von Ordnung, von Disziplin, von Struktur. Und das heißt, mit diesem Aufbruch von etwas Neuem, etwas, ja, was du wirklich möchtest. Also du hast die Kraft, du hast die Power. Also es geht nächste Woche mit ganz, ganz viel Kraft und auch Eigenmacht, ne? Die eigene Macht anerkennen. Das ist auch die 7, dass wir da wirklich dann auch vorangehen mit dieser, also wir erkennen unsere eigene Macht an, weil wir sind ja Schöpferwesen und nehmen die Zügel selbst in die Hand. Wir sind gut gerüstet und gehen gut gelaunt ans Werk. Ne? So, und der Herrscher sagt, alles klar, ich schaffe mir eine neue Basis, ich schaffe mir neue Strukturen, ich schaffe mir meine Strukturen, weil ich bin der Herrscher. Ich bin hier King of my Universe und niemand anders. Und deswegen ist es ganz gut, dass hier ja ganz klar ist, es geht darum, dich wirklich auszudrücken, dass das, was du in dir trägst, wirklich echt jetzt auf die Straße bringst, also die PS, wie man so schön sagt, auf die Straße bringen. Passend dazu haben wir drei Pferde, drei wieder, drei Pferde. Also es ist hier ganz wichtig, das Ganze auch spielerisch zu sehen, mit Leichtigkeit das Ganze zu betrachten, mit Freude zu betrachten und dann wirklich zu sagen, okay, was will ich wirklich? Welche Struktur? Was brauche ich? Wo muss ich dranbleiben? Und der Punkt ist ja, wenn wir etwas tun, was uns wirklich, wirklich Freude bereitet, dann sind wir natürlich auch volle Lotte dabei und ja, haben kein Problem damit, uns da dran zu bleiben und die Disziplin aufzuwenden, weil es einfach auch Freude macht. Ja, so, was haben wir noch für die nächste Woche? Das ist sehr spannend hier. Dann haben wir das nächste Pferd mit dem Ritter der Münzen. Und der Ritter der Münzen, der spricht von Beständigkeit, von Aufbau. Das ist ja eine grandiose Abfolge hier von den Karten, wie ich finde, weil hier hast du irgendwie sowas am Anfang gleich wie den Durchbruch, ja, hier ist etwas, vielleicht erkennst du etwas und du sagst, ja, okay, und ich jetzt voran, so, endlich habe ich es erkannt, endlich habe ich, ja, ich habe etwas getan, was, ja, was mir Lob und Anerkennung einbringt. Das kann, wie gesagt, ein Durchbruch sein, das kann sowas sein, auch natürlich wie eine Beförderung oder sonst irgendwas.
Also etwas, wo du für dich einen persönlichen Sieg erringst. Das kann natürlich auch etwas sein, was mit außen so gesehen gar nichts zu tun hat, obwohl wir natürlich mit den Stäben hier die Feuerqualität haben, also sprich Widder, Löwe, Schütze Energie. Aber für den einen ist das so, für den anderen ist das so. Ich bin ja nicht in der persönlichen Legung, dann könnte ich das natürlich genauer betiteln. Aber es kann einfach sein, dass es wirklich sagt, dass du jetzt eine Klarheit hast und sagst, ja, jetzt kenne ich meinen Weg, ich weiß, was es ist und ich drücke mich aus. Und diese beiden Dinge, die hängen hier, glaube ich, wirklich ganz eng zusammen. Und dann haben wir mit dem Ritter der Münzen, wie gesagt, also die Karte von Beständigkeit, Aufbau. Also der ist nicht schnell unterwegs. Da geht es nicht darum, ratzefatze etwas zu verändern, sondern, sage ich mal, wenn du Ackerbau betreibst, dann hast du auch nicht heute gebuddelt und die Samen reingelegt und morgen hast du bereits die Kartoffeln. Das braucht so seine Zeit. Und dementsprechend ist es halt so, dass der sagt, hey, ich bin beständig dran. Beständigkeit. Hier haben wir einen ganz wichtigen Hinweis auf Beständigkeit. Weil die 4 ist eben quadratisch praktisch gut. Das ist die Karte oder die Zahl eben hier auf der Karte vom Herrscher. Wie gesagt, von der Beständigkeit, von der Disziplin. Und der Ritter der Münzen, der sagt, ich arbeite auf ein wirklich positives Ergebnis hin und bleibe dran, stets und ständig. Und wenn es um Beziehungen geht zum Beispiel, dann geht es darum, dass die Beziehung wächst, dass man an der Beziehung arbeitet und wirklich sich auch ein gutes Fundament schafft. Die 4 ist auch übrigens hier mit Fundament. Und wenn man hier den Ritter dazu nimmt, haben wir natürlich dann schön die Basis und die wird beackert im übertragenen Sinne. Und ja, und da arbeitet man unter Umständen eben auch gemeinsam dran. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte, eine schöne Energie. In Bezug auf Beziehung bedeutet das, es ist eine lange Beziehung. Man hat Aussicht auf eine lange Beziehung, eine beständige Beziehung. Und wenn das im Arbeitsverhältnis ist, dann ist es halt die Aussicht auf ein beständiges Arbeitsverhältnis. Und das, was du tust, auch in der Selbstständigkeit, hat dann halt Beständigkeit. Und das ist doch sehr, sehr schön. Was haben wir noch für die nächste Woche? Lass mal gucken hier. Dann haben wir die 7 Kelche. Ja, die 7 Kelche, das ist natürlich eine Karte. Ach Gott, hier Morgana oder Morgan, wie sie heißt. Es geht hier drum, sie ist hier am Zauber verteilen und so weiter. Also hier geht es um Illusion, hier geht es um Täuschung. Also da vielleicht auch nochmal aufpassen und vielleicht mal schauen, wo geht es noch Täuschungen und Illusionen zu durchschauen, damit du für dich den richtigen Kelch wählst. Wir haben ja mit den 7 Kelchen im klassischen Deck immer diese Wahl, die Qual der Wahl. Also welchen Kelch wählst du? Spür gut in dich hinein und überprüf mal, ob was die Motivation dahinter ist. Also ist das eine Motivation, Kelch A zu wählen, weil du dann zum Beispiel ganz platt Prestige und Ansehen hast? Oder ist es wirklich Kelch 2, weil es da um deine, da zieht es sich eigentlich wirklich hin, aber du traust dich nicht so recht und so weiter. Also das gibt's halt, die Möglichkeiten, die man so hat, die man eigentlich ständig ja auch hat. Wir können ja täglich neu wählen. Wir können unser Leben täglich neu umgestalten, wenn wir es denn möchten. Und das ist halt immer natürlich die Frage, ist uns das bewusst? Und wenn es das nicht bewusst ist, dann laufen wir gerne mal in so einem Hamsterrad rum, ne? Und dann denken, scheiße, ich kann mich nicht ändern und ich kann es nicht tun und der andere ändert sich auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da sitzen wir in der Situation fest. Ja, also hier geht es darum, Illusionen zu durchschauen, um dann die richtige Wahl zu treffen. Ja, also das sieht ja aus, als wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Oder beziehungsweise Kelche ist ja natürlich immer die Innenschau auch, das heißt die Gefühle. Und da geht es vielleicht für den einen oder anderen wirklich darum, zu gucken, wo habe ich mich bisher noch getäuscht oder wo bin ich mir noch nicht sicher. Und dann überprüf das in dir, probier die verschiedenen Möglichkeiten an, geistig, und spür mal rein, ob das eng macht oder weit macht. Also zum Beispiel ein Kelch wäre, ich bleibe bei dem, was bis jetzt ist, was ich die letzten 20 Jahre, die 5 Jahre, 3 Jahre, letzten ein halbes Jahr gemacht habe. Und wenn du sagst, okay, ich spür mal rein, wie sich das anfühlt, wenn ich das die nächsten 5 Jahre auch noch weiter so mache. Und dann habe ich dann ganz oft so ein Gefühl von, ups, nee, nee, das geht gar nicht. Also, und dann weiß ich natürlich Bescheid. Es gibt auch die Dinge, wo man so ein neutrales Gefühl hat, wo man sagt, nee, also ich weiß gar nicht so recht. Nö, dann lass es auf dich zukommen, denn bestelle dir beim Universum, bei deinem geistigen Team Zeichen. Ja, und mach die Antennen hoch, damit du da auch das gut empfangen kannst. Okay, also das wäre jetzt erstmal so das. Das ist ja spannend. So, ich wollte jetzt aber noch was anderes. Moment. So, genau.
Okay, also jetzt möchte ich noch mal wissen, auf was wir denn nun besonders achten dürfen nächste Woche noch. Was sind noch Hinweise, um uns besser auszudrücken, um das besser umzusetzen, was wir wirklich möchten? Egal, was es ist, ob es ist, bei einer Sache einen Riegel vorzuschieben zum Beispiel, oder um eine Tür zu öffnen, was auch immer. Also gucken wir mal, was haben wir für die nächste Woche vom 2. bis zum 6.3. noch für eine. Auf was sollen wir achten? Ja. Okay. Da haben wir den Mond. Okay, achte auf deine Unsicherheiten und Ängste. Also, welche Situationen lösen bei dir Unsicherheiten und Ängste aus? Und da sind wir natürlich auch so ein bisschen, was ich ja erwähnt hatte mit den 7 Kelchen. Ja, welchen Kelch soll ich denn nun nehmen und so weiter. Also, achte, wie gesagt, nochmal, achte auf deine Motivation, die dahinter steht. Und wenn du spürst und fühlst, der dritte Kelch wäre der richtige, weil wir gerade schön bei der 3 sind, dritte Möglichkeit wäre dann das Richtige, dann. Und du merkst, du bist unsicher und du bekommst Angst, aber irgendetwas zieht dich dahin, dann überprüfe deine Angst. Und schlag das nicht gleich aus dem Wind, diese Möglichkeit, weil es möglich sein kann, dass das durchaus der richtige Weg ist. Aber deine Ängste, wenn du denen so viel Macht gibst, dass sie dich davon abhalten und schön beim Alten halten, dann kommst du natürlich auch keinen Schritt weiter. Also es ist gut, es ist wichtig, dass wir nächste Woche auf unsere Unsicherheiten und Ängste achten. Spannend. Unterbewusstsein ist hier natürlich das Thema, weil dann kommen natürlich sofort die Dinge angerannt, wo es heißt, Alarm, 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 hier ist Veränderung am Start. Das wollen wir natürlich nicht. Dann haben wir hier eine Sonderkarte, das heißt The Self, das Selbst, das wahre Selbst. Also achte, wie gesagt, auf die Zeichen, auf die Hinweise, die deine innere Stimme dir gibt, deine Intuition. Höre auf deine Intuition, das ist ganz wichtig. Und erkenne dich natürlich immer mehr, das ist ja unsere Aufgabe, dass wir uns immer mehr als das erkennen, was wir in Wahrheit sind. Wir sind geistige Schöpferwesen und nicht das kleine Menschlein, was keine Macht hat und nur andere haben die Macht. Also du bist kraftvoll, du bist machtvoll. Wir haben hier mit dem Wagen auch den Hinweis auf die Selbstermächtigung. Und das liegt dem zugrunde, weil du bist Macht selbst. Aber Macht ist oft verknüpft natürlich mit einem negativen Begriff, nämlich dem Machtmissbrauch. Und wenn wir sagen Macht, da hat jemand Macht, dann ist das immer mit so einem negativen Touch verbunden. Es ist aber so, dass Macht auch machen heißt. Und Selbstermächtigung heißt selber machen. Und eben sich nicht immer reinquatschen lassen und sich nicht bevormunden lassen und nicht mehr sagen, du hast dies zu tun und das zu lassen. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir in unsere eigene Kraft kommen. Das ist Kraft, das ist Power, das ist richtig schön. Also darauf auch nächste Woche achten. Und das Ass der Stäbe ist natürlich mal mega großartig, weil das Ass der Stäbe sagt, du hast jetzt eine unglaubliche Manifestationskraft, genau die Dinge zu manifestieren, für die du brennst. Was möchtest du? Was willst du wirklich? Guck mal, wir haben hier den Sieg, wir haben hier den Wagen, wir haben hier die neue Struktur und die Ordnung. Also du baust dir hier in der nächsten Woche ganz verstärkt tatsächlich wohl etwas Neues auf. Ich sag mal wohl, weil die Tendenzen sind so, aber ist, wie gesagt, ist es eine allgemeine Legung. Und du hast hier aber wirklich eine unglaubliche Feuerkraft in dir. Das ist das Potenzial. Asse sind immer Potenziale, die in uns liegen, die entdeckt und entfaltet werden wollen, die sich nicht aufdrängen, aber du hast diese innere Kraft. Also achtet drauf, was sagt dir deine innere Stimme? Erkenne deine innere Macht an und drücke dich aus und bleib nach Möglichkeit wirklich in der Leichtigkeit, egal was passiert im Außen. Weil alles, was im Außen ist, hat mit dir im Grunde nicht wirklich was zu tun, es sei denn, du gibst ihm die Macht dazu, dass etwas dich beeinflusst. Ich hatte in einer von den Sternzeichenlegungen auch erzählt, dass ich neulich zum Einkaufen gefahren bin. Auf dem Weg dahin bin ich an einer Garage vorbeigefahren, die offen war. Und da hat jemand haufenweise, also wirklich die ganze Garage war voll, nicht mit Autos, nein, mit Küchenrollen, mit Klopapier, also ich konnte das im Vorbeifahren, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war, ich konnte das jetzt nicht so genau alles eruieren, was da nun drin war, aber ich habe gesehen, jede Menge Küchenrollen und jede Menge Klopapier. Und ich habe nur gedacht, heiliger Bimbam. Also da ist natürlich Angst am Start, wirklich vom Allerfeinsten. Und ja, und das ist doch, das geht immer gar nicht. Das heißt, er hat Angst, dass etwas Schlimmes
passiert, was von außen einen Einfluss hat und er fühlt sich bedroht. So, aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber und deswegen halte auch ich nichts davon, der Angst den Raum zu geben, den sie gerne hätte, sondern ich bin Schöpfer meiner Realität und ich mache da einfach nicht mit. So, Punkt. Ende aus, Mickey Maus. Ja, so, was haben wir noch? Ich möchte jetzt gerne noch mal wissen, was wir hier für die nächste Woche... Ja, also Manifestationskraft kommt immer von innen, von dir. Und du bist Schöpfer deines Universums. Und wenn du sagst, nein, ich spiele da nicht mit, das ist nicht meins, dann spielst du da halt nicht mit und es ist nicht deins. Ja, du entscheidest ja, was deins ist und was nicht deins ist. So, jetzt hätte ich gerne hier noch mal auch noch mal eine Botschaft mit dem Lenormand, was für die nächste Woche noch mal für den einen oder anderen wichtig sein könnte, vom 2. bis zum 8.3. Upsala. Ah, also es zeigte sich hier kurz die Dame, beziehungsweise hier ist der Bär und die 3, die nehme ich. Aber die Dame, es geht halt um die weibliche Qualität. Die weibliche Qualität, das nach innen gerichtete, das taucht hier immer wieder auf. Auf der einen Seite das Self, also das höhere Selbst, deine wahre Instanz, und gleichzeitig aus dem Inneren heraus deine Kräfte zu mobilisieren, dich auszudrücken und dir damit eine neue Basis zu schaffen. Und aber in der Zwischenzeit kann es eben nicht ganz so easy peasy sein, weil es hier eben darum geht, auch die Illusionen herauszufiltern, was ist echt, was ist nicht echt. Und hier Unsicherheiten und Ängste und so weiter. Also das ist echt eine Mischung, wo es sein kann, dass du echt gefordert wirst, nächste Woche ganz, wirklich ganz genau hinzuschauen. Aber eben auch ganz klar zu sagen, Moment, wo ich bleibe in der Leichtigkeit, ich bleibe in der Freude, ich gehe meinen Weg und lasse mich nicht von außen bestimmen. Wir haben hier mit dem Wagen wirklich diese Karte so richtig schön zentral. Das ist die absolute Selbstbestimmung dieser Wagen. Dann haben wir hier mit der 15 den Bär. Der Bär, der ist natürlich auch, das ist Kraft, das ist Beschützerinstinkt, das ist die Zahl übrigens der Magie. Und die 5, die 1 und die 5, das, also die 15, das ist die Zahl der Magie, das bedeutet Manipulation unter Umständen. Also wo lasse ich mich manipulieren, wo manipuliere ich vielleicht auch andere? Und es ist aber auch mit die Freiheit beinhaltet, weil ich bin frei zum Beispiel, kann diese Zahl auch bedeuten. Und wenn wir dann ich bin frei sagen und wir ziehen das zusammen zur 6, dann sind wir hier wieder bei den 6 Stäben, dann sind wir wieder bei dem Sieg, dann sind wir wieder bei dem Mut, den es braucht. Manchmal braucht es ja nur 30 Sekunden lang Mut, dass wir einen Schritt in Richtung Zukunft tun. Und der Punkt ist tatsächlich, dass der Mut und die Kraft, die hier in der 6 stecken, zur 7 führt, weil nach 6 kommt 7 und das ist der Sieg. Also gucken wir nochmal hier, wo kannst du noch innere Kräfte mobilisieren, wo hast du vielleicht auch Verbündete, deine innere Stärke, weil ich komme jetzt auf die innere Stärke natürlich, weil gerade die Dame sich nochmal gezeigt hat. Ja, gucken wir mal, was wir weiter haben. Hier haben wir den Mond, der in diesem Fall eher für Lob und Anerkennung steht, beim Lenormand. Und ja, und da schau mal, was ist das? Hier haben wir wieder die 3 am Start, ne? Kommuniziere über deine Gefühle oder kommuniziere überhaupt deine Gefühle. Was fühlst du, was willst du, was möchtest du, was macht dich dann frei oder das macht dich dann frei, weil 3 und 2 zusammen ist 5. Dann haben wir hier noch den Baum. Ja, das ist auch wieder die 5. Mit dem Baum haben wir natürlich die feste Verankerung. Auch wieder das Langfristige. Also das, was du jetzt aufbaust, da geht's drum, es langfristig zu tun. Weil da geht's um Verwurzelung, ne? Und der Chevalier hier, der Bube der Münzen, der Ritter der Münzen, Entschuldigung, der Ritter der Münzen, der ist ja auch auf Beständigkeit aus, genauso wie der Herrscher. Da geht es auch nicht drum, heute Hü und morgen Hot, sondern es geht darum, wirklich Wurzeln zu schlagen, weil auch in der Verankerung in dir selbst wirst du nach außen hin frei. Ja, wenn du immer mehr dich erkennst als das Schöpferwesen, was du bist, bist du im Grunde frei. Und das ist auch eine wunderbare Botschaft, wie ich finde. So, spannend ist, dass wir hier wirklich, hier haben wir die 5 drin, hier haben wir die 5 und hier haben wir die 5. Also es geht auch wirklich um Freiheit. Es geht darum, dass wir
erkennen, wo wir uns noch manipulieren lassen und sei es, dass wir uns selber sogar manipulieren, durch unsere eigenen Glaubenssätze, die wir so mit uns rumtragen, da vielleicht auch nochmal einen Blick hinwerfen, weil auch alle Glaubenssätze hier, die sieben Kelche, sind letztlich eine Täuschung und eine Illusion. Und Ängste mit dem Mond hier, ne? So, das ist ja auch eine Täuschung, Deluxe, sage ich jetzt mal so. Ängste ist ja auch wirklich etwas, was unser Verstand nimmt, aus der Vergangenheit die Erfahrungen bündelt, um sie dann in die Zukunft zu projizieren. Aber das verhindert natürlich hier unsere Eigenermächtigung, weil wenn wir uns von Ängsten regieren lassen, ja, da kommen wir natürlich auch nicht weiter. Also wir haben hier mit dem Ast der Stäbe aber auch den absoluten Hinweis. Guck mal, wir haben das Ass der Stäbe, wir haben hier das The Self. Das heißt, es sind zwei Karten, die eine solche Kraft haben. Da sollte man doch die Ängste und die Unsicherheiten ein bisschen zurückpacken und erkennen, dass ja, dass das einfach ja nicht wegweisend ist und nicht zukunftsweisend, wenn man sich auch an seinen Ängsten orientiert. So, jetzt möchte ich gerne noch mal eine. Viele sind ja auch gerade mit Ahnen beschäftigt. Ich möchte noch mal eine Engel- und Ahnenkarte ziehen hier für die nächste Woche. Mal schauen, was wir hier noch für eine Botschaft bekommen. Für die Woche vom 2. bis zum 8.3. Die Schlange, häute dich. Oh, das ist schön. Häute dich. Moment. Ja, pell dich aus deiner alten Pelle raus und express yourself. Drück dich aus, drücke das aus, was du in Wahrheit bist und nicht die bisherige oder streife die bisherige Haut ab. Achso, jetzt muss ich jetzt mal gucken. Das ist hier ein bisschen anders. Da ist die Schlange. Okay. So, was sagt denn die Botschaft hier? Streif das Alte ab, zeig der Welt deine wirklichen Farben, Talente und Begabungen. Na, Halleluja. Also, eine Energie der Erneuerung überflutet zurzeit dein ganzes Leben. Falls du aus irgendeinem Grund den Eindruck hast, dein wahres Selbst würde nicht erkannt oder von anderen falsch gedeutet, dann wisse, dass diese Energie jetzt von dir ablässt. Während du dich durch all deine im Laufe der Zeit angehäuften alten Geschichten und einschränkenden Glaubenssätze gearbeitet hast, hat sich auch ein Schild aus Haut abgelöst, das dir ein eingeschränktes Erleben eingebrockt hat. Deine Verbindlichkeit gegenüber dem eigenen Wachstum wurde erkannt. Und von nun an spiegelt die Außenwelt nach und nach all die innere Arbeit wider, die du an dir verrichtet hast. Falls du das Gefühl hast, kürzlich von jemandem, den du liebst, missverstanden worden zu sein, dann wird der oder die Betreffende imstande sein, darüber hinwegzusehen, sofern du bereit bist, deine eigenen Herausforderungen dabei zu erkennen. Dies ist eine Zeit für Erneuerung, Fülle und Verbindung. Lass dich drauf ein, wiedergeboren zu werden und lass dich feiern. Wow, lass dich feiern. Guck mal hier, ne? Die sechs Stäbe, lass dich feiern. Und es ist, ja. Express yourself, großartige Karte hier zu Beginn, wirklich wahr. So, ich glaube, das war's. Ja, ich finde, das Ding ist jetzt echt rund und ich hoffe, du hattest hier auch so den ein oder anderen Impuls, den du mitnehmen kannst. Ich bin gespannt, wie die Woche verläuft. Auf jeden Fall ist das hier ganz viel Kraft, das ist ganz viel Kraft dahin, das ist ganz viel Kraft und Power. Merkst du das auch? Das ist wirklich unglaublich kraftvoll. Auch hier mit dem Bär und so weiter und der Baum, das ist ja auch ne, so eine Eiche, die pustet auch so schnell niemand um. Also schaff dir deine eigenen Wurzeln und drücke dich aus, drücke deine wahren Talente und Fähigkeiten aus. Solltest du dabei Unterstützung brauchen, in der Videobeschreibung ist auch meine E-Mail-Adresse. Ich berate und lege Karten und berate numerologisch und so weiter. Kannst du dich gern an mich wenden. Also, ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir eine traumhafte Woche und sage alles Liebe. Bis ganz bald. Namaste.